So, Leute, das Spiel ist zum zweiten Mal abgestürzt. Ich glaube, ich darf die Fähigkeit Heuschrecken nicht verwenden. Das ist, glaube ich, tödlich, wenn ich das mache. So, wie habe ich das gemacht? Ich habe den da umgewandelt, dann habe ich den hochgetransportiert. Den da. Die war schon ziemlich weit gewesen. Und dann ist das Spiel wieder abgeschmiert. Abgeschmiert. Ja, übrigens, den Brachiosaurus kann ich nicht wiederbeleben. Weil das gespeichert wurde, dass er tot ist, aber nicht, dass seine Seele irgendwo rumfliegt. So, ich darf jetzt nicht Heuschrecken verwenden. Dadurch schmiert das Spiel ab. Das merke ich mir jetzt einfach. Ah, Mann, es ist so ärgerlich. Jetzt sollt ihr mal einen Zorn spüren. So, aber Mann, das Tor hält auch verdammt viel aus. Muss man mal ehrlich sagen, ja. Das hat auch 14.000, dieses bescheuerte Tor. Was ist denn das für ein Tor? Das ist irgendein spezielles Tor. Ich weiß noch nicht, welche, wieso und warum. Machen wir einen Sniper-Schuss. Dieses blöde Motorrad da. Irgendjemand tot? Nein. Hat der keinen Sniper? Doch, hat der. Oh Mann, die Dinger halten so viel aus. Komm. Hier sind so viele Raptoren. Ich hab übrigens 4 Stück von den Dingern da. Die da alles schön beschießen. Komm, es hält doch nicht mal viel. Es ist fast kaputt. Gleich machen wir euch alle. Ich würde weglaufen. Wir werden euch vernichten, ihr Schweine. Naja. Ihr könnt das nicht überleben. Niemals. Und meine Raptoren greifen auch schön meine schön die feindlichen Krieger an. Das ist toll. Oh, das ist doch fast kaputt. Nochmal aufladen und boom. Na toll, ich Vollidiot. Da habe ich meine mächtigste Waffe, mein Katapult, nicht dabei. Wie habe ich das jetzt gerade gemerkt? Dass der irgendwie fehlen tut. Oh Mann, diese blöden Zweigs. Die sind so furchtbar als Gegner. Sie machen so viel Flächenschaden. Und wenn man sie selber spielt, dann können sie gar nichts rein, zufällig. Das ist auch immer so, ich kenne das doch. Ich brauche meinen Gebäudezerstörer. Oh. Vergiss es. Bleib hier. Wandle dich um. Oh Gott. Eine Armee von hinten. Um Gottes Willen. Die wollen uns töten. Was haben wir denen angetan? Bis auf der Tatsache, dass wir sie umbringen wollen. Oh, geht weg. Weg, 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 weg. Oh Mann, ich will doch den Gegner nur töten. Was ist daran so schlimm? Was ist so schlimm daran, wenn man einen Gegner umbringen will? Boah, das ist doch krank, ey. Wo kommen die denn alle her? Ist doch so ab. Das ist so abnormal. Ich will doch hier nur ein paar Gegner weghauen. Ist da zu viel verlangt? Unsere Armee ist Geschichte. Das können wir knicken. So. Der Schamane, tarn dich. Mist. Ja, das können wir vergessen. Wo kommen die denn her, bitte? Wie können sie schon von hinten kommen? Wie soll das denn gehen? Mit so einer starken Armee. Und wo kommt der Drachenpanzer her? Von wo kommen die denn her? Yo, Mann. Nicht nur sie haben sich auf eine Vernichtung vorbereitet. Ich werde nicht aufgeben, meine Freunde. Wir werden das bis zum bitteren Ende durchhalten. Ist ja noch ein Drachenpanzer. Ey, da mal. Wo kommen die näher, bitte? Mal ernsthaft.
Leute, ich kann mir schon mal ein paar Brachiosaurus nachbestellen. 1, 2 und gleich noch. Das kostet ja so eine Menge Fleisch. Fange ich jetzt schon mal an. So, weg mit dem Drachenpanzer hier. Meine Allosaurus werden aber gewinnen. Genau deswegen. Oh Mann, die Allosaurus sind richtig übel. Boah, aber wo kommen die denn bitte alle her? Die kommen irgendwie von hinten? Irgendwie? Warte mal. Ich glaube, ich habe einen falschen Saurier bestellt. Wir brauchen einen so einen und dann nochmal so einen. Dann brauchen wir nochmal 4 Stück davon. Komm. Ihr blöden Zweigs. Wisst ihr? Fahrt zur Hölle. Boah, ihr seid so schlimm als Gegner. So. Wir werden euch jetzt zerhackseln. Wir haben gegen die Armee überlebt. Das muss man sich mal vorstellen. Wir gegen das gerade überlebt. Aber gegen diese kleinen Wellen werden wir nicht mehr überleben. Ja, das Vieh greift natürlich uns an. Warum sollte es auch einen Gegner angreifen? Ach ne, es hat es gar nicht. Es hat einen Augengegner angegriffen. Oh, das finde ich cool. Dass sie in der Lage sind, auch einzuschätzen, dass sie alles wirklich angreifen, nicht nur uns. So, machen wir mal das. Ach komm, die hauen mir doch alle weg. Fleisch nimmt wieder zu, das ist gut. Komm, macht alles weg. So, dies und dann dies. Okay, ich brauche jetzt auch so, wen hatten wir noch? Wir hatten den Helden. Ah, nicht senden. Wir hatten Bela dabei, genau. Und dann hatten wir 4 Stück von denen. So, jetzt werden die angegriffen von irgendwas. Friss mal den Arbeiter. Na gut, die sind sowieso eine Weile beschäftigt. So, 4 Stück von denen. Ah, von denen brauchen wir auch noch ein paar. 1, 2, 3, 4, jo. 1, 2, 3 hatte ich noch von denen. Also wir haben hier noch 2 von denen, weil wir haben ja kein Fleisch. Ach, Schildkröte, du kannst das. Immer 52 Schaden. Nicht schlecht. Komm. Ja, das sind keine Gebäudekiller. Deswegen ist das ein bisschen verständlich. Den will ich da, 2 will ich hochstufen. Brauchen wir noch so einen Allosaurus, den ich auf Maximum stelle. Ja, komm, wir warten, bis wir Fleisch haben. So, kaputt. Ist das der Maschinenbauer? Ja. Der Maschinenbauer nervt auch ein bisschen. Das hauen wir jetzt mal weg. Ey, was ist cool, dass die Allosaurus überleben. Das muss man sagen. Und einmal rein da, reinbeißen. Vorsicht, Freifächer. Komm. Attacke. Frisst er nieder. Ein Waffen machen, den müssen wir auch noch kaputt machen. Ich würde sagen, die Teile zerstören wir auf dem Weg. Die blöden Basen. Mich würde gerne interessieren, von wo gerade die Armee herkam. Kann mir das mal jemand erklären? Mann, du frisst die Arbeiter. Du frisst den da. So.
Ich will, dass er sie alle kalt macht. Das ist mein Wunsch. Schnapp sie dir! So. Ihr greift den an. Du, ja. Du machst weiter mit den Arbeitern, genau. Den da. Fleisch haben wir wieder genug. Gut. Dann haben wir zwei von denen. Und zwei von den normalen Schlägern. Ihr wechselt auf Raptoren. Vier, fünf. Okay. Zwei von den Daren, zwei von den Daren. Krieger ist hier. Jo. Gut, was fehlt uns denn noch? Ja, die Typen müssen jetzt da oben verrecken, damit das funktioniert. Krieger ist hier. Ja, bitte. So. Dann haben wir aber schon mal die erste Stufe voll. Achso, ne, warte mal. Das sind vier Giftwerfer. 1, 2, 3, 4. Vier Giftwerfer. Ja, komm, ein Krieger lasse ich noch. So, wie sieht's bei euch aus? Ist ganz gut. Finde ich gut. Dich müssen wir jetzt leider killen. Ne, wissen dich. So, Wähler, ganz hoch mit dir. Dann brauchen wir Giftwerfer. Drei Stück. 1, 2, ja. Dann noch ein paar Frauen. 1, 2, 3, 4. Gut, ich glaube, ich kann so einen entfernen. Dafür baue ich jetzt hier noch einen Stegosaurus-Typen. So, wie sieht es mit euch aus? Ja, ihr fresst schön. Ja, ich wünsche euch viel Spaß. Ich glaube, wir versuchen mal gleich mal die Armee da oben zu dezimieren. Das Epochenhauser mache ich beim Vorbeigehen kaputt. Ja, ich stehe genau richtig. Los, meine drei Verwundeten. Ach, der arme Dino. Tut mir so leid. Jagdhütte machen wir kaputt. Okay, einmal reinbeißen. Es wäre lustig, wenn das Gebäude bluten würde. So. Was wollt ihr? Wo sind meine Giftleute? Da. So, Giftmänner darauf. Und Bela. Speerwerferinnen da drauf. Fallen sind normalerweise unsichtbar, bis sie ausgelöst werden. Schamanen können jedoch mit Aufdecken Fallen und unsichtbare Einheiten sichtbar machen. Ja, ich glaube, die Falle machen wir kaputt. Finde ich durchaus sinnvoll. Ein Titan. Okay, wir haben zumindest ein paar Oh. Ja, ja, lauf da raus. Lauf raus. Ich werde dich kalt mal machen, Dicker. Okay. Den können wir aufstufen. Den können wir aufstufen. Das heißt, wir können noch drei Allosaurus mehr bauen. Gut. Oder zwei. Moment mal. Den da noch hochstufen, genau. Dann dreimal von dem. Ich würde mal sagen, wir stopfen sie schon mal in die Transportschildkröten. In Teamzuweisung werde ich machen, wenn wir angekommen sind. Aber wir haben es teils geschafft. Ich glaube, das wären 10 Teile hier für das eine Ding. Für die eine Mission hier. Das ist mal ein Ding hier. 10 Parts für eine Mission. Wow. Ist schon recht Wahnsinn, muss man sagen.
Aber naja, komm. Ist mir nicht so schlimm. Ah, wo ist die Schildkröte? Was machst du da, Schildkröte, ey? So, ein Allosaurus. Komm. Der Allosaurus ist hungrig. Wir müssen kämpfen. So, ihr läuft auch mal vorwärts. Und zwar hier hin. Wir reiten los. Geht mal in die Kröten rein. Ja. Gut. 10 Parts. Für eine einzige Schlacht, ey. Muss man sich mal vorstellen. Das sind ungefähr 200 Minuten sind das, geschätzt. Alles klar, hier oben. Kann sein, dass ich mich auch total verzähle. Da passen nur 4 rein. Jo, dann müssen wir einen noch mit 3 Stück füllen. Komm, wo ist denn der? So, hier noch 2. Ach du Gott. In dem Part werden wir jetzt halt ein bisschen vormarschieren. Im nächsten Part versuchen wir den Riesenplatz zu machen. Und ich hoffe, dass uns keine Armee von hinten anfällt. Ich meine, von wo kamen die denn bitte? Die Typen kamen von, hier unten. Hier unten ist doch nichts, oder? Oder doch? Schamane kann Gebiet aufdecken. Was benötigt ihr? Schamane. Oh, nicht gerade hilfreich. Mein Zauber ist mächtig. Okay. Nicht gerade hilfreich, der Schamane, aber egal. So. Kann eine Weile dauern. Aber wir schlagen uns gut. Wir schlagen uns gut. Wir haben schon mindestens einen Großteil vernichtet. Jetzt bleibt nur noch ihre Hauptbasis. Das glaube ich noch in 2-3 Anläufe mehr bräucht. Also bei 10 Parts reicht das auch. 10 Parts ist das Maximum. Dann werde ich ein bisschen schneiden. Ja, aber sicher. Und 10 Parts ist der letzte Part morgen, später, nächste Runde. Dann habe ich ja schon Material für 2 Wochen. Ich will die Mission mal beenden. Ich mag es nicht, einfach so mittendrin anzufangen in irgendeiner Mission. Das finde ich nicht toll. Aber bevor ich das vergesse, speichern. Meine Erfahrungen haben gemacht, dass das Spiel hängen kann. Aber nur durch Heuschrecken. Wir können ja auch von hinten kommen. Dürfte weniger bewacht sein. Das wäre, glaube ich, schlau. Aber ne, da ist ja noch das Haupthaus. Will ich auch noch kaputt machen. Wir haben auch hier schon ganze Verteidigung ausradiert. Ja, ich weiß, dass hier unten Fallen sind. Und zwar eine Menge Fallen. Ach komm. Oder zählt das Bonusziel? Befreiung, finden Sie das Versteck, befreien Sie. Wir müssen zumindest einheilen, ja. Da sind Fallen. Ich weiß aber nicht, wo die Fallen sind. Hier unten oder da oben? Ich weiß es nicht. Kann eine Weile dauern. Okay. Wir probieren mal oben. Dann können wir vielleicht einige viele Gebäude kaputt machen und eine ganze Armee und vielleicht den Titan. Vielleicht auch noch die Fallen entschärfen oder kaputt machen. Der Schamane muss sie als erstes aufdecken. Vielleicht können wir mal sehen, wie wir uns schlagen. Aber der Part ist eigentlich rum. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn meine Armee da oben angekommen ist. Und dann schauen wir mal nach den Fallen nach. Nächster Part wird auch hoffentlich der letzte Part sein. Oh. Sorry.
Auf jeden Fall, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann.